war, ich glaube, es war FIFA 20, hatte ich 5 Sterne, aber nur, weil ich auf der Karte Rechtsfuß war und ich ja eigentlich Linksfuß bin. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. An meiner Seite sind Felix Passlang, hallo, der jetzt schon lachen muss. Finde ich schon mal sehr sympathisch. Und Diginator, hey, du kriegst auch die Faust. Vorgeschichte. Wow. Ja, ein bisschen Vorgeschichte. Ja, ein bisschen. Mein Name ist Stefan Geiduk, ich bin E-Football-Coach beim BVB und heute testen wir mal so ein bisschen aus, was die FIFA-Werte denn wirklich wert sind. Ja, wir machen mit euch hier einmal einen Test zur Ballkontrolle, einmal zum schwachen Fuß und zum Finishing. Wir sind hier im Footballnauten auf dem Dortmunder Trainingsgelände und eigentlich am besten kann den Footballnauten beschreiben Marvin, der Technikdoktor, der Herr des Hauses hier. Marvin, komm mal dazu. Tag Jungs, hey. Grüß euch. Hey. Hi. Ja, es geht um Ballkontrolle, das heißt, ihr habt nur diesen Raum zur Verfügung, der weiße Kreis, und da drin sollt ihr den Ball annehmen und dann ins Ziel passen. Ja. Felix, kennst du denn deinen Wert bei Ballkontrolle in FIFA? 72. Ah, fast 71. Oh. Kennst du deinen? Nee, aber ich hab's jetzt. Aber der Gute ist, kennst du seinen? Nee. Deshalb rate ich jetzt nicht. Du bist fair. Ich würde jetzt sagen 57. Ja, okay, jetzt weißt du das auch. 56 ist es. Also ihr habt einen Abstand von 15. Aber er hat eine gute Selbsteinschätzung. Ein Abstand von 15. Jetzt musst du aber auch vorlegen, ne? So, 70%, eine gute, 7 getroffen, 10 von 10. 71, 70%. Ja, war schon nicht schlecht. Bestätigt. Anstrengend, ne? Ja, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat. Okay. Ready? Bist du bereit? Okay. Lambo 60%, 6 getroffen. So, Glückwunsch. 1-0 für dich, Felix. 1-0 für Felix, danke. Genau. Ist ja noch nicht vorbei. Nee, haben wir noch ein bisschen was vor. Genau, als zweites testen wir mal euren schwachen Fuß. Laut FIFA habt ihr beide 4 Sterne Weak Foot. Ja, da hat der Tigi eine kleine Anekdote. Ja, kannst du mal gleich erzählen hier. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich nur so hohen Weak Foot, weil ich in der letzten Version, wo ich dabei war, ich glaube, es war FIFA 20, hatte ich 5 Sterne, aber nur, weil ich auf der Karte Rechtsfuß war und ich ja eigentlich Linksfuß bin. Das heißt, die haben sich nur gedacht, ich bin Rechtsfuß und haben meinen geisteskrank guten linken Fuß gesehen und dachte, ja, muss er ja 5 Sterne haben, aber den rechten habe ich tatsächlich meiste Zeit nur zum Stehen. Von daher, mal schauen, ob ich jetzt hier abliefern kann. Felix, 4 Sterne. Schwacher Fuß? Ja, beide. Oh mein Gott. Ja, es wundert mich, ich bin gespannt. Ja, das stimmt. Ja, aber ich kenne es noch mit rechts, deswegen. Ich hab zufrieden? 80%. Auf jeden Fall. 80%. Auf jeden Fall. Okay. Legen wir los? Ja. Okay. Sehr gerne, Tigi. Zeig deinen rechten Hufen, Junge. Jawohl, da ist er doch. Ich lange nicht benutzt, eingerostet. Standbein. Thank you.
70. Ja, ist schon in Ordnung. Ist okay. Nach den ersten 5, wo alle 5 drin waren, dachte ich jetzt. Jetzt muss ich nicht mehr diese Kontrolle. Aber dann bist du aus dem Rhythmus raus, wenn der Ball nicht mehr so schnell kommt, oder? Ja, also so hatte ich schon. Und das ist im echten Spiel passiert es ja auch. Und das ist auch, was die Maschine trainiert, auch so hier cool zu bleiben, wenn man den ersten, zweiten verschießt, nicht nervös zu werden und nicht hektisch zu werden, trotzdem den nächsten Ball reinmachen. Aber ist gut, 70%. Genau, jetzt machen wir mit Finishing weiter. Habt ihr die Werte gesehen? Nein. Wirklich? Okay. Ich schwöre. Was schätzt du bei deinem Wert? Ja, ich glaube schon, wenn ich mich jetzt so sehe, so eine 73 sollte es schon sein. Okay, es sind 69. Ja. Ganz knapp an der 70 gescheit. Ja, muss ich jetzt beweisen, dass eine über 70, Werte über 70 schon drin sein müssen. Ja. Hätte ich nichts gegen. Und du, was schätzt du bei dir? 55. 55? Ja. 58. Du kennst deine Karte aber gar nicht so schlecht, ne? Ja. Alles klar. Du hast jetzt eigentlich schon das Spiel gewonnen. So spielen wir den letzten Durchgang um 10 Liegestütze. Oder wir spielen um Arschbolzen einmal. Oh. Arschbolzen. Der Fußballer kann auch Arschbolzen. Sehr gerne, ja, machen wir. Ja, okay, aber nur der. Also ja, wer jetzt gewinnt. Wer jetzt gewinnt, ja. Okay, nur diese Runde 10. Ja, ist ja egal. Okay, ja. Letzten Ball. Aber der zählt nicht. Aber ein sehr guter Punkt. 50? 50, genau. Oh. 50%. 50, okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Es geht hier um einiges. Ja. Erzähl mal nochmal, worum geht's genau? Du musst noch kurz Bälle verteilen. Arsch schießen. Der hat nicht gezählt. Jetzt. Doch, jetzt. Aber 60%. Ja, reicht. 60% reicht. Ne? Ja, alles andere wäre auch traurig. Ne? Ja, gut, ey, sind wir mal ehrlich. Ja, sind wir mal ehrlich. Alles andere wäre auch traurig. Ja. Als fairer Sportsmann musst du jetzt auch einlösen. Stürmer. Felix, du tust mir leid, wirklich. Schön, war nett, dich gekannt zu haben. Was sagst du, trifft er oder nicht? Nein. Ich sag, der trifft. Wenn er zu. Ja, er trifft. Ja, ich glaube an dich. Ja! Lebst du noch? Ja, klasse, ey, klasse Treffer. Respekt. Gut durchgehalten. Danke, Bruder. Ja. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Also ich zumindest. Ich auch, nämlich. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut.